Egal ob 1000 Stunden oder 1000 Versuche, nicht alle Trophäen sind so leicht wie die Teilnahmeurkunden der Telltale Games. Natürlich gilt, je größer der Einsatz, desto glänzender der Pokal. Aber schafft ihr diese 5 Platin-Trophäen wirklich? Wenn nicht, könnt ihr hier immerhin was gewinnen, aber dazu später mehr. Gewinnen könnt ihr außerdem auch bei der Erobere den Thron-Aktion. Jede Menge Preise, von Avataren bis zu Gutscheinen und Hardwarepreisen, warten da auf euch. Erspielt dafür Punkte durch Trophäen, gemeinsames Spielen und durchs Teilen von Screenshots und Gameplay-Clips. Noch mehr Infos dazu verlinken wir euch natürlich nochmal unter dem Video. Aber jetzt erstmal die Trophy-Tracker zücken. Wetten, dass ihr diese Trophäen niemals schafft? Wenn wir sagen, diese Trophäe bekommt ihr nie, haben wir es selten ernster gemeint als bei Devil May Cry 5. Denn wer sich hier durchbeißt, der hat eigentlich auch echtes Edelmetall verdient. Der Capcom Turbo-Schlitzer ist nämlich schon ohne Platin-Ziel kein dünnes Brett. I suggest you do not fall behind. Auf dem Weg zur finalen Auszeichnung werdet ihr aber zwangsläufig über die Goldtrophäe Legendär stolpern. Und die fordert von euch zu jedem Moment die totale Controller-Beherrschung. Warum? Naja, ihr müsst jede Mission von Devil May Cry 5 auf allen Schwierigkeitsgraden im S-Rang beenden. Also dem allerhöchsten. S wie super. Oder super schwer. Klingt jetzt erstmal hauptsächlich nach hartem Grind. Immerhin gibt es 6 Schwierigkeitsgrade. Und ein S-Rang ist hier wirklich kein Selbstläufer. Das echte Problem taucht aber erst auf, wenn ihr die letzte Stufe erreicht. Hölle oder Hölle ist nämlich nicht nur ein Ritt auf der Rasierklinge. Es ist eher eine Rasur mit der Kettensäge. Ein Moment der Unachtsamkeit und es wird sofort ungemütlich. Denn die Gegner sind genauso tough wie auf Sohn von Sparda. Mit dem klitzekleinen Unterschied, dass sie euch mit einem Treffer killen. Einzige Erleichterung, ihr habt 3 Versuche pro Mission. Aber dafür gibt es keine Checkpoints. Klingt schlimm? Ist schlimm. Das bedeutet für euch nämlich nichts anderes, als einen perfekten No-Hit-Run hinlegen zu müssen, um die Platin zu ergattern. Gerade mal 0,4% aller Devil May Cry 5 Spieler haben diese ultimative Hürde überwunden. Es könnte also sein, dass man locker alle Platin-Besitzer weltweit in einem einzigen Raum versammeln könnte. Zum Beispiel für die längst überfällige Siegerehrung. So eine Pilz-Postapokalypse ist kein Spaziergang. Auch wenn The Last of Us Remastered ein wunderschönes Spiel und unglaublich emotional ist, es hat nicht nur ein verdammt hartes Setting, es ist eine mindestens genauso krasse Gameplay-Herausforderung. Zumindest, wenn man noch mehr will, als einfach bloß irgendwie durch die Story zu kommen. Wer das schafft, der bekommt natürlich seine Teilnehmer-Trophäe. Aber wer aufs Ehrenplatin aus ist, der hat eine Tortur der ganz besonderen Art vor sich. Nicht nur emotional. Dazu muss man nämlich nicht nur auf Überlebender Plus bestehen, was an sich natürlich schon absolut hardcore ist. Haben wir ja gerade auch erst wieder bei The Last of Us Part 2 gemerkt. We are survivors. This is our chance. It is over, Tess. Man muss on top auch noch alle Multiplayer-Trophäen sammeln. Klingt jetzt erstmal nicht so wild? Okay. Es bedeutet aber, ihr müsst ganze 84 Matches mit jeder Fraktion meistern. Und das alles ohne, dass der ganze eigene Clan drauf geht. Das ist nicht einfach nur zeitintensiv, sondern auch eine riesige Herausforderung. Selbst der beste Solist ist hier nämlich auf sein Team angewiesen. Aber wie Chris Martin schon sagte, nobody said it was easy. I am not doing that. Yes, you are. Wie das dann alles im nächsten Multiplayer-Spross des The Last of Us-Universums aussieht? Wir trainieren lieber jetzt schon mal. Immerhin haben Naughty Dog am letzten The Last of Us Day auf dem eigenen Blog ja schon offiziell bestätigt, dass da im Hintergrund was in Arbeit ist. Okay, ihr seid also absolute Vollprofis in 2D-Plattformern, glauben wir euch. Aber erst, wenn ihr diese Platin-Trophäe in die virtuelle Vitrine der gerissenen Geduldsfäden gestellt habt. Denn Super Meat Boy ist einfach eine andere Liga. Hier reicht so ein bisschen Gutsein in Jump'n'Runs nicht. Hier trennt sich die Gelegenheitshüpfer-Spreu vom Hardcore-Plattformer-Weizen. Und das eigentlich auch schon lange vor dem platinglänzenden Ziel vor Augen. Falls ihr es aber so richtig ernst meint mit der Platinjagd, also wenn ihr eure Frustresistenz aufleveln oder einfach ein wenig den süßen Schmerz des Versagens genießen wollt, dann legen wir euch Super Meat Boy ans Herz. Aber sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt. Wenn ihr jetzt nämlich denkt, ihr müsstet einfach nur alle Welten beenden, nein. Ihr müsst sie beenden, ohne ein einziges Mal zu sterben. Ihr wisst schon, in diesem Spiel, was davon lebt, dass man pro Level dutzende Male dahingerafft wird. Und ihr müsst nicht nur eine Welt todeslos überstehen, alle, jede verdammte einzelne. Okay,
Immerhin nicht in einem Durchgang, aber trotzdem, jede für sich. Doch das dürfte für euch an, wir meinen natürlich Plattforming-Meister, ja gar kein Problem sein. Oder? Wir gegen das Regime, koste es, was es wolle. Sie wollen ein verdammtes Chaos anrichten? Tja, dann sind Sie an der richtigen Adresse. Wolfenstein 2 The New Colossus bringt die Serienformel in einem fulminanten Shooter auf den blutigen Punkt. Und während Machine Games hier ein echtes Shooter-Denkmal abgeliefert haben, könnt ihr euch mit der Platin selbst eins errichten. Und bevor ihr euch jetzt schon überlegt, wo ihr den Vorschlaghammer herbekommt, solltet ihr euch erstmal überlegen, wie ihr zum Helden werden könnt. Denn um die Platin-Trophäe in Wolfenstein 2 überhaupt zu erreichen, müsst ihr das Spiel auf mein Leben beenden. Und dieser brutalste aller brutalen Schwierigkeitsgrade hat es in sich. Denn ihr müsst mit einem Leben auskommen. Ohne Speicherpunkte, ohne Respawn, ohne zweite Chance. Hier ist der Tod permanent. Und es gibt auch keinen Trick und keine Abkürzung. Wir müssen es schaffen, Grace. Wenn ihr allen Ernstes die Ehrenmedaille absahnen wollt, dann gilt, was schon unsere Lieblingsphilosophin Alia sagte. Wenn ihr es beim ersten Mal nicht schafft, versucht und versucht es nochmal. Wir wünschen eine gesunde Frustresistenz. Ach so, haben wir eigentlich erwähnt, dass mein Leben eine Bronzetrophäe ist? Ach, dieses wunderbare Gefühl der gerechten Belohnung. Zugegeben. Es gibt körperlich belastendere Herausforderungen, als sehr oft auf eine Taste auf einem Controller zu drücken. Aber in Final Fantasy IX verschwimmen die Grenzen. Wer hier die Platin will, der muss bereit sein, geistig und motorisch ans absolute Limit zu gehen. Denn besonders die Hail to the King Trophäe hat es in sich. Da müsst ihr nämlich nicht nur 1000-mal fehlerfrei Seil springen. Nein, die nötige Geschwindigkeit verändert sich auch immer wieder, je weiter ihr kommt. Also nicht einfach wie bei My Name is Mario stumpf immer wieder das Gleiche tun, sondern sich stufenweise an einen schnelleren Rhythmus anpassen und wirklich 1000-mal perfekt getimed eine einzelne Taste drücken. Ihr scheitert bei 20? Okay, von vorn. Kein Ding. Ihr scheitert bei 435? Zum fünften Mal in Folge? Tja, keine Chance. Gleich wieder neu anfangen. Damn. Es muss in einem perfekten Durchlauf passieren. Dagegen ist die Flappy Goat Trophäe wirklich absoluter Kindergarten. I can do this. No, no, I can't. Oh. Wir haben uns sagen lassen, es soll sogar Leute geben, die machen das per Remote Play am PC, um mit unerlaubten Mitteln den Controller-Input zu automatisieren. Feige Cheater, wenn ihr uns fragt. Wobei wir uns ja auch oft genug bei solchen Trophäen fragen, wieso tun wir uns das alles überhaupt an? Weil wir Perfektionisten sind. Und außerdem, es heißt ja nicht, dass das keinen Spaß bringt. Es heißt bloß, dass es schwer ist. Aber das sind der Aufstieg auf den K2, ein Ironman oder das Update von Call of Duty ja auch. Gar nicht schwierig ist die Teilnahme an unserem Gewinnspiel. Für einen Code über 3 Monate PS Now müsst ihr nichts weiter tun, als einen Kommentar zu schreiben. In dem sagt ihr uns, welche Platin die härteste in eurer Gaming-Karriere war und warum. Übrigens, Final Fantasy IX ist ab dem 2. November auch bei PS Now am Start. Die perfekte Beschäftigung für lange, dunkle Nächte vor der PlayStation. Und noch mehr Final Fantasy Nachschub gibt es dort auch. Noch mehr zu gewinnen und freizuschalten gibt es bei der aktuellen Player Celebration. Die Infos dazu, ihr wisst schon, auf dem Blog und in der Videobeschreibung. Fehlen eigentlich nur noch Abo und Glocke, dann habt ihr hier auf dem Kanal alles freigeschaltet und bekommt die echte Insider-Platin. Und wir sehen uns im nächsten Video.